Herzlich willkommen zum 18. Dezember, ihr Lieben. Ja, es hat wieder eine Pause beim Film gegeben, weil ich kann es nicht sagen, aber ich es läuft einfach nicht bei mir. Ich weiß es nicht. Heute ist der 20. November, Sonntag. Ist der erste richtig, richtig kalte Tag. Wir haben heute Morgen -6, -7 Grad gehabt. Das war wirklich kalt. Nach all dieser langen, schönen, warmen Zeit. Und ich muss ehrlich zugeben, so gerne ich die ein December Daily haben möchte, so schwer fällt es mir, das dieses Jahr zu gestalten. Ja, es liegt einfach daran, dass ich traurig darüber bin, Dezember alleine zu sein und überhaupt alleine zu sein. Und ja, der Dezember, dann ist mein Mann ein Jahr schon aus dem Haus raus und es ist behaftet mit traurigen Erinnerungen im Moment. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir was vornehme, ich versuche, ich hampel hier so rum, entschuldigt bitte, wisst ihr warum? Ich habe eine Wärmflasche unterm Tisch und versuche gerade meine Beine in die Decke zu wickeln. So, jetzt bin ich aber fertig, Entschuldigung. Ich habe den Packen wiedergefunden, den ich letztes Mal vermisst habe. Das sind die Zeitungsausschnitte. Und ich habe neue Zeitungsausschnitte aus der Daphne. Also jetzt haben wir genug Sachen, mit denen wir hier im Moment arbeiten können, denke ich mal. Und die werden wir auch benutzen, auf jeden Fall. Ich muss doch die Ärmel etwas höher krempeln. Ich kenne mich, ich werde sonst wahnsinnig. Ich habe noch so Sprüche. Wir werden Frieden finden, wenn wir den Engeln lauschen und den Himmel sehen funkeln von Diamanten. Tschechow. Ich überlege, ob ich sowas mit reinnehme. Vielleicht ein oder zwei schöne Sprüche. Ich weiß es noch nicht. Bin noch nicht sicher. Den vielleicht. Vielleicht den. Den lasse ich mal raus. Ich glaube, die anderen passen nicht so gut. Ja, was kann ich euch vielleicht heute erzählen? Wirklich gesagt, ehrlich gesagt, muss ich mich jetzt erst wieder ein bisschen sortieren, weil ich bin wirklich im Moment ein bisschen raus. Ich weiß auch noch nicht ganz genau. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich das so einlege. Ich brauche das Buch mal. Hoppala, hoppala. Ich muss erst mal wieder alles beieinander holen. So, wartet mal. Guck mal, da ist was dazwischen geraten. Das gehört da nicht hin. Das ist ein Schmierblatt, wo ich neue Papiere mitmache. Das gehört schon dahin. Das möchte ich schon haben. So, jetzt will ich mal schauen. Jetzt habe ich wieder das Problem. Hier neben mir, ganz, ganz weit neben mir, ist alles weggerutscht, was ich noch habe. Ist ein bisschen schwierig hier. Ich habe nicht so viel Platz, wie ich bräuchte. Okay, das sind die Sachen zum Schreiben und das sind die Datumsdinger. Ja, ich habe dieses hier und werde das hier jetzt so einkleben, habe ich gedacht, zum Beispiel. Ja, ich arbeite einfach jetzt so vollkommen sinn- und planlos weiter, wie ich jetzt die ganze Zeit am Gange bin. Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich arbeite. Ich bin eh nicht chronologisch unterwegs. Guck mal, das können wir genau so, wie es ist. Ich muss mir für das die ordentliche Lösung einfallen lassen. Sonst, ich habe keine Lösung. Sonst werde ich verrückt. Okay. Tun mal eben Klebepapier hoch. Und das, so wie es ist, klebe ich es ein. Ich finde es niedlich. Ich finde es hübsch. Ja. Ich werde hoffen, dass ich diese Aufgabe, die ich mir hier selber gestellt habe, fertigstellen kann. Ich hoffe es sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich schaffe, weil ihr seht ja, das schleppt sich so hin und das reicht nicht vom Kleber. Ich sehe schon, das reicht nicht. Das ist ja der blöde Kleber. Ich klebe hier noch ein bisschen mehr. In der Hoffnung, dass es dann hält. Ja. Na, Falten brauche ich jetzt nicht unbedingt werfen hier. Na, es geht schon. So, wo haben wir denn den kleinen Locher, bitteschön?
Ich sehe ihn. Einen Moment. Da ist der kleine Locher. Da ist der kleine Locher schon. Okay. Ja, dieses December Daily. Ich wollte mir eigentlich meine allen anderen December Dailies noch anschauen. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es hat mich alles traurig gemacht. Alles. Alles hat mich... Ich sag's euch, ich habe diesen blöden Locher immer noch nicht wiedergefunden. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, ne? Ich habe doch alles so schön aufgeräumt hier. Aber nein, ich sehe ihn nicht. Jetzt möchte ich das aber ganz gerne fertig machen hier. Okay, dann will ich mal schauen. Ich habe hier noch einen Locher. Mach mal eben auf Stopp. Musste ich aufstehen. Jetzt diese ganze Friemelei mit der Decke um die Beine rum. Die ist natürlich jetzt aufgegangen. Oh, mal gucken, tut's der denn noch? Oh. Tut's nicht mehr. Alle? Oh. Wie traurig. Mein Fairy-Stab ist alle. Du gut. Ich habe diesen Locher auch noch. So ist es nicht. Wie rum wollen wir es denn ein? So wäre schöner, ne? So vielleicht. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir ungefähr die Mitte haben. Kommt nicht so ganz genau drauf an. Ich habe die Hunde bei mir. Und wenn ihr was kauen oder knapsern hört, die haben so kleine Hunde, so kleine Kauknochen bekommen. War da noch was locker gerade? Warte mal. Ich habe hier auch noch was zum Einheften. Genau, das fand ich auch so schön mit dem Auto. Warte mal, wie passt es besser so? Ich glaube, das passt besser so rum. Ja, finde ich auch. Machen wir es so rum rein. Okay. Dass ich den anderen kleinen alten Locher nicht... Der ist nicht weg, aber ich finde ihn nicht wieder. Ah, hier ist noch irgendwas eingelegt. Wartet mal, ich sehe schon... Ah, das ist rausgefallen. Naja, das kann passieren. Also der 11. Der 10., der 11. Hier war eigentlich auch noch nicht so wirklich viel dekoriert, ne? Haben wir da vielleicht noch irgendwas, was wir so dazugeben könnten? Guck mal, hier habe ich so schöne kleine Karten. Wäre das noch? Also diese Karte würde dann untergehen. Die muss ich mal auf die Seite legen. Das geht nicht. Aber das würde gehen. Das würde passen. Da habe ich 3 Stück von. 3 ist immer so eine blöde Zahl jetzt gerade. Okay? 3 ist... Und dann nehme ich mir mal kurz die Bekanntenschere raus und schneide es mal raus. Ja. Wir hatten ja lange sehr, sehr schönes, warmes Wetter. Und ich habe tatsächlich draußen noch eine Rosenknospe. Wie gesagt, heute ist der 20., aber ich denke, jetzt ist es erfroren. Das war eine Blüte mit 2 oder 3 Knospen noch da dran, die letzten. Und wollte sie vorgestern noch ins Haus holen und irgendwie habe ich es dann leider vergessen. Nun wird sie die Nacht wohl nicht überstanden haben. Ich habe den Ofen natürlich in der Wohnstube an. Ja, ich bin froh, dass ich noch Kohle habe. Ich habe schon im Blog geschrieben, ich mache morgens den Ofen neu an, jeden Morgen. Ich habe zwar einen Dauerbrand, aber ich lasse ihn nicht durchlaufen, weil dafür habe ich einfach nicht genug Kohle und das wird auch viel zu warm dann in dem kleinen Raum. Wir haben ja eine ganz, ganz kleine Wohnstube nur. Dann lasse ich die Tür zum Flur, zum unteren großen Flur auf. Und nach oben, da habe ich so einen Vorhang vor der Treppe. Und jetzt im Winter mache ich den Vorhang, also so eine Decke ist das eigentlich. Vorhang ist zu viel gesagt, eine alte Decke, eine dicke, fette Decke ist das. Die kommt dann halt davor. Und ich glaube, wisst ihr, was ich meine? Das kleinste der Bilder wäre dieses. Das mache ich jetzt einfach, wie schreibe ich denn, wie rum, so rum? Ja, das klebe ich hier mit drauf. Dann habe ich da schon eine kleine Verzierung.
Denn ich wollte so gerne auf jedem Bogen, auf dem ich schreiben kann im Dezember, wollte ich irgendwas haben. Ein kleines Bild oder so eine kleine Kleinigkeit, irgendwas. Und dann ist es halt mal ein etwas größeres Bild am 11. Ist nicht so. Das ist nicht so dramatisch. Wie machen wir das? Die so und die so? Weiß ich nicht. Nee, besser die andersrum, die Geschichte. Upsala. Ohne Deckel geht's besser mit dem Kleber. Ja, dann mache ich mein Öfchen an jeden Morgen. Das ist schon eine Gewohnheit, die mache ich jetzt schon lange. Ja, früher, als wir noch gearbeitet hatten, da sind wir ja auch nachts um 14:45 aufgestanden wieder und mussten dann los zur Arbeit und ich kam dann so um 6 Uhr wieder heim. Und da muss ich sagen, da brannte der Ofen dann also durch, Tag und Nacht. Das mache ich jetzt schon lange nicht mehr. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Okay, da habe ich einen Fehler gemacht beim Einstecker. Sieht man das Bild? Ach doch, man sieht schon. Ist okay. Wollen wir uns nicht drüber ärgern. Ist okay, wie es ist. Ist okay. So, dann haben wir diese. Das lasse ich so, wie es ist. Da könnten noch ein paar Die-Cuts. Das kommt irgendwann noch. Das finde ich ganz hübsch. Das lasse ich auch so. 12. Dezember. Ich bin, weiß gar nicht, wo ich bin. Wir werden es gleich. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da, die Seite gefällt mir. Dann haben wir das hier mit dem Hirsch. Passt gut zu diesen Eichhörnchen hier. Das haben wir eigentlich auch soweit fertig. Da ist dieses kleine Büchlein reingekommen. Da ist der Tö. Ich muss mich jetzt orientieren. 15. Kann es sein, dass wir heute den 15. machen wollen? Ja, ich glaube schon. Den 15. Okay, wir machen heute den 15. Wie sieht die Seite aus? Ah, so. Dann wollen wir mal hier gerade gucken. Wartet mal. Was wir hier haben an... Da ist ein bisschen schwierig mit dem Dekorieren, weil das Muster... Oh, wisst ihr was? Das finde ich so süß. Hier dieses Regal. Sollen wir das irgendwie... Ich überlege wirklich, ob wir das irgendwie mit reinbringen können. Schaffen wir das? Es ist eigentlich so eine süße, süße, süße Stimmung. Ich hatte erst gedacht, nur das obere, aber eigentlich gefällt mir das alles sehr, sehr gut. Hier steht 12 drauf. Ist das nicht zufällig der 12? Ne, ist schon der 15. Egal. Ist nicht so schlimm. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das so. Und dann suchen wir uns mal ganz kurz... eine Möglichkeit hier für, ihr wisst schon, hier für, warte, das habe ich hier alles. Das müssen wir uns überlegen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, hier ein Eckchen oder so. Wisst ihr, wie ich meine, gell? Ihr wisst doch, wie ich meine. Da habe ich Schrift. Ist das denn das, was ich eigentlich suche hier? Bin mir nicht ganz sicher. Wir könnten hier das nehmen, das Rot, das würde gehen. Das Rot würde gehen. Und das legen wir dann bitte wohin, dass wir das jetzt wiederfinden, gleich. So. Es ist so viel jetzt auf dem Tisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dabei ist das nur ein Bruchteil von den Sachen, die ich wirklich noch benutzen möchte. Das ist einfach schrecklich. Schutzengel sind wie Sterne. Man sieht sie nicht, aber sie sind immer da. Ich wünsche dir einen Engel und sei er noch so klein, er möge immer bei dir sein. Oh, da sind schöne Sprüche drauf. Weihnachtszeit. Zeit zu schweigen, zu lauschen, in sich zu gehen. Nur in der Stille kannst du die Wunder sehen, in der der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt. Ich wünsche dir eine friedvolle Besinnung. Oh, das können wir gleich mal irgendwo benutzen, ne? So, wir werden uns jetzt mit dieser Seite als erstes befassen. Wir werden uns als erstes mit dieser Seite befassen. Das möchten wir nicht haben, ne? Das möchten wir nicht haben. Das reißen wir mal aus. Reißen wir mal vorsichtig, dass wir möglichst bitte die Kerzen nicht kaputt machen, die oben drauf stehen. Das wäre jetzt dumm. Ja, normalerweise wäre ich jetzt um die Zeit, das ist noch relativ früh am Morgen. Also nicht super früh, aber relativ früh, sagen wir es mal so. Normalerweise wäre ich jetzt, ich überlege, ob ich das so mache. Hör mal. Ja, das wäre nicht so, aber schöner wäre es in der Ecke nur so, ne?
Das sind immer so Entscheidungen. Okay, ich halbiere es jetzt einfach. So, wartet. Ich schneide es einfach halb durch. Dann habe ich hier noch eine Hälfte über. Ich glaube, das klebe ich so, wie es ist auch. So, dann fangen wir damit an und kleben das mal auf. Das machen wir. Ja, diese Viertelstunde ist um. Ich mache die Seite natürlich noch eben kurz zu Ende. Ich muss mal sehen, dass ich so Viertelstunde, 20 Minuten habe ich gedacht. Damit es auch nicht zu lang wird. Ich habe einige, die sind leider doch etwas länger geworden. Aber okay, manchmal ist es halt so, ne? Manchmal ist es halt so komisch. Da kann man es nicht ändern. So. Also das finde ich sehr, sehr stimmungsvoll, dieses hier. Jetzt überlegen wir das, ob wir das so auf die Ecke wollen, wir das zwitschern. Und zwar runde ich das so ein bisschen ab. Per Hand so. Ja, das soll es schon fast gewesen sein. Und dann brauche ich ganz kurz das Eckending. Oh, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ja, es ist auch nicht furchtbar warm hier. Das kann ich euch wirklich sagen. Aber wir wollen nicht meckern. So, okay. Einmal den Kleber mit. Ja, das ist auch süß, das Ornament. Aber das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen jetzt das... Oh. Ui, alles verklebert hier und verkrustelt. Ja, hoffentlich. Ist da überhaupt noch was drin? Doch. Ja. Es kommt. Doch, ist noch ein bisschen. Ja, ich habe noch genug Reserve, Gott sei Dank, für eine ganze Weile. Gott sei es gedankt. Und jemand war so freundlich und hat mir noch eine kleine Flasche vor einiger Zeit auch geschenkt. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil, wer weiß, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht bei mir. Im Moment wissen es viele Leute nicht, ne? Nicht wirklich, wie es weitergehen kann. Ja. So, machen wir da halbe? Ja. Machen wir halbe. Also jedes Mal, wenn ich dieses Papier in die Hand nehme, ich finde das so schön, dieses mit Zwiebel gefärbt, viel, viel schöner als mit Kaffee gefärbt. Also ich jetzt persönlich, ich kann dieses Kaffee gefärbte Zeug, kann ich nicht mehr auch Tea-Dyed, ist auch alles die gleiche braune Soße, sage ich mal. Ne? Also dieses gelbliche, gelb, goldengelb, wie man es nennen will, finde ich so, so schön. Also ich denke, da werde ich bestimmt noch einen Schwung von machen, sobald ich hier ein bisschen mehr Zeit habe. Ich finde es wirklich schön. Würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. So, jetzt würde ich hier so drauf schreiben, dann könnte ich das so einstecken. Dann würde man die Kerze sehen, wenn man es rausnimmt. Okay, ist auch gut. Ich habe hier, Moment, ich habe hier noch so ein paar Sachen liegen an der Seite. Ein paar Sachen fehlen mir allerdings. Guck mal hier, ist das nicht süß mit diesem kleinen Vögelchen hier? Ui, noch ein kleiner. Ja, einen Moment. Dann habe ich noch einen Hirsch. Den könnte ich hier mal drauf machen. So. Und das ist so ein kleiner Engel. So mache ich das. Die Vögel hebe ich mir also noch auf. Gut. Und das ist nur so ein Untergrund mehr. So. Ja. Okay. Das sollte ich dann aber auch so ein klein bisschen inken, damit das so ein bisschen nicht so langweilig aussieht, ne? Und das ist so ein kleiner Engel mit so einem kleinen Schild. Ist auch aus der Daphne. Aus der letzten Daphne. Also der Weihnachts-Daphne, sag ich mal, ne? Ja. Och, das finde ich aber richtig niedlich jetzt, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Vielleicht kann ich das damit kleben. Mal gucken, ob es klappt. Könnte klappen. Ja. Also es finde ich sehr schön. Die Seite ist für mich sehr... Achso, ja. Ich muss natürlich mal eben kurz die Löcher neu machen hier. Und auf der Vorderseite müssen wir uns auch noch was überlegen. Ne? Aber wir können schon mal einheften.
Also hier müssen wir uns noch was überlegen. Ich guck mal, was ich so finde. Ach, wartet mal, ich muss mal eben ein Schlückchen Tee trinken. Mir ist wirklich nicht warm. Okay. Wir ziehen mal alles rüber. Das ist so eine Draußenszene. Also brauchen wir auch irgendwas mit draußen vielleicht. Wir wollen mal gucken, ob wir bei den Zeitungsausschnitten irgendwas finden können, was uns gefällt. Was mit draußen zu tun hat vielleicht. Hier haben wir noch so einen Stern. Da müssen wir mal schauen, was wir da... wartet mal. Oh, hier, guck mal. Hier haben wir so eine kleine... so eine kleine Maus. Engel habe ich noch. Oh, da habe ich noch einen Robin. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, wir können das mal so machen. Ich möchte auch sowas ganz... Oh, kleine Marienkäfer, die sich da verkrabbelt haben. Die bringen Glück. Und ein Igel. Oh, wisst ihr was? Ich mache die, glaube ich, alle auf diese Seite jetzt drauf. Haben wir noch was? Mal eben gucken. Nein. Okay. Och, das sind die ja niedlich. Das muss ich mir jetzt mal immer so hin und her zwitschern. Das passt jetzt. Oh, das können wir hier drauf machen. Das tun wir. Das reiße ich so ein bisschen aus. Das ist so süß, dieses, oh, dieses kleine Reh. Das reiße ich aus. Leider haben wir so ein bisschen die Seitenzahl drauf, aber ist nicht so schlimm, oder? Ist nicht so schlimm. Okay, ich hole noch mal ganz kurz hier. Das klebe ich hier unten mit drauf, einfach so. Dann haben wir da auch noch ein bisschen was, weil da sehr, sehr viel weiß ist, ne? Okay. Finde ich niedlich. Guckt so um die Ecke rum. Guckt so um die Ecke rum, das kleine Ding. Oh, nee, wir haben hier das hier. Nee, den Igel hätte ich auch gern genommen. Also, wir haben... Wir haben die... Oh, wie mache ich das jetzt? Den kleinen Robin hätte ich auch gerne. Ja, ja, ja. Ich habe die kleine Maus hier. Und dann haben wir hier so einen kleinen Zwitscher. Und dann würde ich... Sollen wir es einfach so irgendwie machen? Ich glaube, ja, wir machen es einfach so. Wir machen da jetzt gar nicht so viel Theater drumherum. Wir kleben es ein und fertig. Eine schöne Naturseite. Passt, die sind draußen unterwegs, passt, sitzt und hat Luft, so ungefähr. Ne? Das Grün stört sehr, ja, das hätte ich jetzt vielleicht besser ausschneiden können noch. Habe ich jetzt leider nicht gemacht, muss ich zugeben. Aber wir färben es einfach ein. Wir färben es einfach ein bisschen ein, okay, ist nicht so schlimm. So, das Eichhörnchen kommt natürlich hier unten hin mit seinen kleinen, ich weiß nicht, wo ich das jetzt her habe, aus irgendeiner Zeitung natürlich. Irgendeiner Zeitung, aber welche Zeitung weiß ich leider auch im Moment nicht zu sagen. Warte mal, waren die so rum? Ne, die waren so rum, ne? Ja, die waren so rum. Irgendeine billige kleine Zeitung, ich habe keine Ahnung. Werbezeitung vielleicht sogar. Und die kleine Maus hier. Ja, das ist schon so lange her, dass ich das alles irgendwo rausgerissen habe, dass ich das wirklich gar nicht mehr genau sagen kann, wo es herkam. So. So, finde ich jetzt persönlich ganz nett. Und das lasse ich einfach so, wie es ist. Ja. Dann habe ich die Sachen auch untergebracht. Das finde ich ganz niedlich. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch. Hier haben wir die kleine Abteilung. Und hier kommt jetzt der... Was haben wir denn jetzt? Der 16. käme dann. Okay. Das ist aber ein neuer Film. Ich wünsche euch einen schönen 18. Advent. Ja, Adventstag. Ja, Vorweihnachtstag, so sagt man, ne? Adventstag, ja, hört sich komisch an. Vor Weihnachtstag. Wünsche euch einen tollen 18. Dezember. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.